was genau ist eigentlich Straßenrap und wie muss er klingen und was bedeutet Realness? Diese Fragen habe ich drei Personen gestellt. Hannibal aus Frankfurt, Olex Hersch aus Darmstadt, beide mit neuen Alben und M3, dem Produzenten aus Hamburg, der an beiden Alben mitgewirkt hat. Und wir haben interessante Antworten bekommen. Strecke Hamburg-Frankfurt bin ich in meinem Leben schon häufiger gefahren, aber ich finde die ehrlich gesagt von Hamburg nach Frankfurt ziemlich nervig, Autobahn und so. Ja, ist das vielleicht ist doch bei uns auch. Ja, ist es, nervt euch das? Immer ist schlechtes Wetter bei euch. Ja. Ist immer dunkel, immer grau. In Kranstein ist auch immer, das ist mal eine Wolke. Ja. Bei denen auch. Aber seid ihr gut durchgekommen heute? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, ja. Wir waren flott hier. Ja. 3, 3,5 Stunden. Lukas hat Gas gegeben. Sehr gut, mein Schatz. 3, 3,5 Stunden, Alter. Ja, du warst wahrscheinlich nur 10 Minuten. Mit der U2, ne? Oder? Nee, die haben mich abgeholt. Ja, das ist auch Service. Ja, ja. Na gut, aber dich muss man auch pflegen, auf dich muss man auch aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Das weiß der Manager. Hat er eigentlich Stahl und so, wenn man mit ihm zusammenarbeitet? Ja, natürlich. Ist doch M3. Ja? Ja, deswegen. Merkt man. Aber er ist schon M3. Lässt er auch schon raushängen, ne? Ist doch klar, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Ja? M3 ist Baba, King, Deutschland, Beatmaker. Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Dankeschön. Das weißt du selbst, oder? Kannst du dir auch sagen, was das Team war. Slow alle. Alles locker. Ja, genau. Nee, aber ich freue mich, dass wir es hingekriegt haben, diese Runde zusammenzustellen. Denn ja, ihr beide kommt mit Veröffentlichung jetzt genau in den nächsten Wochen. Du hast federführend ziemlich viel bei beiden mitgemacht. Ja. Schöner Grund, dass man sich mal zusammensetzen kann. Da so Promophase ja immer recht aufwendig und anstrengend für euch ist, weil viele Medien, viele Fragen und auch die gleichen Stellen, habe ich mir überlegt, wir machen eine Runde draus. Und unterhalten uns generell mal ein bisschen über Genre, denn ich glaube, du hast auf deinem Album den Satz selber gesagt, wir sind die neuen Stars. Das heißt, wir können hier wirklich schon von einer neuen Generation reden, ja, die dem Genre Straßenrap so eine neue Facette beibringt, ein neues Gesicht bringt. Und das hat bei mir so ein bisschen die Frage aufgeworfen, was ist denn so die genaue Definition dahinter? Weil es gibt so viele Arten von Rap mittlerweile und auch so viele Interpretationen. Und ich habe vor kurzem mit einem anderen Künstler ein langes, intensives Gespräch eben genau darüber geführt. Und das hat bei mir so ein bisschen die Lust darauf geweckt, mal eure Meinung dafür zu hören. Deswegen wollen wir das heute ein bisschen aufbröseln. Du natürlich als der Mann für den Sound an der Seite wirst mir da sicher auch ein bisschen was dazu sagen können, warum die Dinge so klingen, wie sie klingen. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Die erste Frage, die ich für mich im Allgemeinen habe, denn es läuft alles unter dem Deckmantel Hip-Hop und das tut es seit 30 Jahren. Wie ist denn eure eigene Hip-Hop Wurzel, eure Sozialisierung? Fühlt ihr euch als Teil von Hip-Hop? Jetzt schon, auf jeden Fall. Also, ja, wenn man gerade, er ist ja schon so lange dabei, der ist ein großer Teil von Hip-Hop. Ja. So, also die Zeit, die du mit Hip-Hop verbringst, so dann bist du auf jeden Fall ein großer Teil davon. Also wenn du auch Erfolge hast und Ergebnisse und so, weißt du, ich meine, jeder hat ja seinen Ablauf gehabt und jetzt kommt auch noch was wieder und dann deswegen, ich denke schon, so ja, bei mir ist es auf jeden Fall so, ich denke auf jeden Fall. Was sagt ihr? Ja, zwangsläufig, ich meine, wir sind halt Rapper, deswegen sind wir zwangsläufig ein Teil von Hip-Hop, ja, ob wir es uns ausgesucht haben oder ob wir jetzt, keine Ahnung, viel Wert auf diese Hip-Hop-Kultur legen. Das ist mal dahingestellt, aber ein Teil davon sind wir auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen so die Frage, weil da gibt es ja von Generation zu Generation. Und wisst ihr selber, wenn ihr euch mit aus eurem Bekanntenkreis mit 40-Jährigen unterhaltet, die Hip-Hop-Sozialisierung haben, die leben noch wahrscheinlich nach klassischen Werten. Die haben angefangen, ja, weil sie es aus den USA wiedergekommen haben. Auf jeden Fall. Während heute ja viel dann eigentlich eher das Rappen im Vordergrund stehen und gar nicht so die Graffiti und die ganzen anderen Kulturdinge sind gar nicht so wichtig. Das stimmt, ja, trifft für euch wahrscheinlich auch zu, oder? Ja. Oder also setzt für mich du, auf jeden Fall, ja. Setzt du dich mit Graffiti oder mit irgendwelchen Elementen auseinander? Nee, eigentlich gar nicht, aber trotzdem ist Hip-Hop auf jeden Fall ein Teil von meinem Leben, weil ich stehe morgens auf, ich setze mich hin und mache Musik oder versuche es jedenfalls. Und das, was ich mache, ist aber Hip-Hop. Ja. Das, was ich höre, ist Hip-Hop. Ich höre eigentlich, ich versuche es immer. Ich versuche auch immer andere Musik zu hören, weil man immer sagt, man soll sein Musikwissen erweitern. Aber ich höre das 10 Minuten und dann denke ich, ja, das neue Jay-Z-Album ist draußen, das neue Jeezy-Album ist draußen. Muss ich auch nochmal hören, reinhören. Ich höre gerade was anderes, aber im Hinterkopf habe ich die ganze Zeit, wann ist das Lied zu Ende, dass ich das andere wieder hören kann. Ja. Deswegen, ich würde schon sagen, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Teil vom Leben. Das mit Graffiti und so nicht wirklich, ja, aber dafür umso mehr die Musik. Das habe ich am Ende auch nicht anders erwartet, das hätte mich nur mal interessiert. Sie wissen ja sehr, dann hat der eine vielleicht doch mal angefangen irgendwie zu sprühen und dann so ein Kulturgedanken, da diesen klassischen, der heute ja im Prinzip überhaupt nicht mehr gegenwärtig ist. Denn am Ende ist, am Ende ist Rap sprühen, das Thema, um das es geht. Auf jeden Fall sprühen, ja. Das ist ja auch so ein Detail zum Ja, natürlich, ja, genau. Sprühen gehört ja so dazu.
Ne, mit Hip-Hop-Musik im Hintergrund, Ghetto Blaster. Ja, einer Break noch nebenbei. Ja, ja, einer Break nebenbei, so auf dem Hochhaus oben. Geil, Alter. Aber ich feiere das, wenn ich das sehe. Also ja, wenn ich das sehe, ich habe auf jeden Fall Freude dabei. Ja. Das sind halt dann doch wieder ganz schöne Elemente. Auch machen sich im Video auch mal ganz gut, glaube ich. Ja, ja, es passt. Ja. Am Ende ist aber natürlich Rap die Basis und das ist das, was ihr alle verkörpert, die Musik. Die Frage nach Vorbildern, die wird immer mal so in Interviews gestellt. Das habe ich auch hier und da schon mitbekommen. Ich weiß, dass sie immer so ein kleines bisschen abgedroschen ist, aber wenn man auch mal vor die eigene Künstlerkarriere guckt, so ganz in die Jugend, dann gibt es irgendwann einen Anfang. Bei mir, ich habe mit Run DMC und Public Enemy angefangen, mit einem scheiß Tape, wo nicht mal die Titel und nicht mal die Künstler richtig drauf standen. Ja. Könnt ihr euch an die Wurzeln erinnern, wo so euer Hip-Hop-Gefühl angefangen hat? Das wird wahrscheinlich nicht Fantastische Vier gewesen sein oder so. Nein, so bei dir, Anni? So Snoop Dogg, auf jeden Fall 95 Snoop Dogg, Outkast, dann später die Queens-Sachen, Nas, Mobb Deep und so, ja. Ja. So auch sehr, alle sehr straßenlastig, ja, 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 ja. Ne? Übrigens, genau. Ja, bei mir war auch Eminem, war so groß, Zeit war er so auf jeden Fall, weil diese Zeit war ja ich dann, Anja ist ein bisschen älter als ich. Und ja, so, es kam ja auch so erst 3-4 Jahre später. Wie alt bist du? 32. 32. Du, wie alt bist du denn? 33. 33, genau. Du bist ja der Jüngste. 26, aber ich werde jetzt 27, ja. Ich bin auch bald 30. Stimmt, ja, du hast bald 30. Willkommen im Club. Du hast bald Geburtstag, ne? Ich bin schon älter, ja. Okay, jawohl. Du hast bald Geburtstag, ne? Ja, Februar, ja. Ja, genau. Ja, hab ich. Dann nach 2 Tage danach kommt, glaube ich, Hanni. Das ist ein schönes Geschenk, genau. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Kann ich schön zusammen feiern. Ja, super, ja. Wir kommen schon nach Frankfurt, wir gehen feiern, Bruder. Wenn du sagst Eminem zum Beispiel als Basis, bei dir sind das dann so Ami-Sachen. Ja. Bei dir wird es ja wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, dass auch die 90er dann so einen Einfluss haben und wahrscheinlich auch das. Also ich weiß noch, bei mir hat es angefangen mit, Run DMC und dann hatte ich die Onyx, Shut 'Em Down, glaube ich, und dann diese ganze Wu-Tang-Ära. Die ganzen Wu-Tang-Sachen habe ich gefeiert und das war damals bei mir halt auch noch dieses West Coast, East Coast Ding. So. Ja. Und ich habe viel so Mobb Deep gehört und ich wusste, die hatten Ärger mit Tupac und deswegen habe ich einfach deswegen auch keinen Tupac gehört. Der war schon direkt für mich nicht cool damals. Und ja, das war damals eher so West Coast Ding für mich. Mobb Deep, Wu-Tang, die ganzen Geschichten. Das ist halt schon auch ganz interessant, weil es geht dann ja am Ende mir genauso. Und wenn ich in meine Jugend zurückgucke, ich habe nicht in rauen Straßen in Hamburg und so gelebt. Wir haben ein recht gesittetes Elternhaus gehabt. Mhm. Aber meine Sozialisierung, also mein Hip-Hop war im Prinzip der gleiche. Ich habe genauso NWA gehört zu der Zeit. Ja. Ist es dann trotzdem für die Entwicklung der eigenen Kunst, wenn ihr dann Rapper oder Musiker und Produzenten seid, ist das so die entscheidende Basis? Also muss es der Sound sein, den man damals gefühlt hat, um den dann auch irgendwie zu machen? Versteht ihr, was ich meine? Unterbewusst vielleicht. Also muss auf jeden Fall nicht sein. Ich denke, das ist unterbewusst. Ja? Ja. Meinst du jetzt nachzumachen? So dann, ja, oder? Ja, generell. Oder etwas Ähnliches dann so. Ja, ich meine, nein, eigentlich nicht. Ich glaube, es war einfach nur so als Musik dabei, weil man es gerne gehört hat. So. Also ich meine, wenn jetzt ein schöner Song rauskommt, der eh auf einer anderen Sprache ist, dann hört man das eh immer gerne. So wie Französisch hört man ja auch gerne so. Ich kenne sehr viele Leute, die haben Französisch Rap, der versteht gar kein Wort davon, aber der findet den Flow brutal und der hört 3 Lieder hintereinander und der hört einfach nicht auf. Aber er weiß nicht mal ein Wort. Also ich meine, so generell so alles, was mit anderer Sprache ist, man hört das sowieso gerne so. Das finde ich, das geht bei mir ganz genauso. So, sehr viele Sachen haben mich sehr, sehr beeindruckt immer und ich verstehe halt, ein bisschen Beispiel. Französisch habe ich, aber das sind dann so 2 Sätze von 20. Auf jeden Fall. Das hängt aber auch damit zusammen, Entschuldigung, weil es halt so ein, Hip-Hop ist ja auch so ein emotionales Ding, das ist so ein Vibe-Gefühl, also es ist so ein, du kriegst halt so eine, das vermittelt halt, das muss es auch nicht verstehen. Aber diese Energie, zum Beispiel bei Sefio, ist halt diese Energie, die dann rüberkommt. Ja, ja. Wo du dann hörst, wo du bist komplett geflasht, wo so, oh, krass. Man versteht kein Wort, aber diese Energie, die dann übermittelt wird, das ist halt, was man spürt. Und ich glaube, das ist das, was dann auch im Endeffekt antörnt. Es gibt so ein Video von Sefio, das ist, glaube ich, mit Lafuin zusammen oder so, oder ich weiß nicht. Da fängt auf jeden Fall an, sein Part und mit Kappe und sitzt da im Dunkeln und macht auf einer Hand Handschlag. Mit Rimka. Genau. Mit Palois Phantom, genau. Wo dann auf einem Handschlag. Die Szene an sich finde ich so krass. Genau. Das ist richtig. Die haben halt ganz anderen, so, was soll ich sagen. Wir sind auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall kreativ. Ja. Amerika ist ja 1. Platz, Frankreich 2. Platz, so rap-technisch, oder so, würde ich sagen. Ja, Holland ist direkt Dritter, habe ich gehört. Holland soll gut sein. Niederländer. Ja, aber da wollen wir Deutschen dann doch mal.
ist wirklich so, ja. Deutschland davor, oder? Ja, auf jeden Fall. Kommt jetzt auf jeden Fall, wenn dann das Album kommt, sowieso dann. Warum habt ihr eigentlich keine deutschen Namen eben genannt bei den ersten Eindrücken? Ja, weil eigentlich weil ich glaube, das gab es in 94. Ja. Irgendwann dann auf jeden Fall auch RHP natürlich, Rödelheim-Hartrein-Projekt. Ja. Aber das war auf jeden Fall ein paar Jahre später, Das war aber auch ehrlich, das war auch, wo ich das erste Mal wirklich Deutsch gehört habe. Ja, genau, bei mir auch, doch, da war ich im Auslandheim noch. Das war auch ein 94 gab es die fantastischen 4 noch. Habt ihr es aber überhaupt wahrgenommen? Wahrgenommen, ja, aber nicht gehört wirklich. Das passt nicht in den eigenen Kosmos dann wahrscheinlich, oder? Nee, nicht wirklich. Von war nie Babas für mich im Kopf. Bisschen so lustig war das halt, als die da rauskamen. Das kommt von Denise, aber es war Musik halt. So, ja, Musik, ja. Musik oder so, dass man das feiert oder so. War halt lustig. Es war damals auch anders. Damals hat man Fantastische 4 gehört und ich war so, ne. Aber jetzt, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt, ich habe Respekt davor. Trotzdem, es ist vielleicht nicht meine Musik, aber das, was sie machen, es gab eine Zeit. Muss man sie, also die verdienen ihren Respekt. Halt weil ihr Ding, die haben sich lange über Wasser gehalten, die verdienen immer noch sehr gut. Ich glaube, wenn sie jetzt eine Tour machen, ist komplett ausverkauft. Ja, und das so sind eine die Fanbase muss man sich erstmal aufbauen. Aber ich glaube, das kommt mit dem Alter halt, so eine Denkweise. Ja. Weil damals habe ich das gehört, aber jetzt, so, man muss auf jeden Fall den Respekt. Muss man den gönnen, ja, auf jeden Fall. Wenn man auf Straßenrap sich bezieht, dann ist der Faktor Realness immer ein sehr schneller Begriff, der damit in Verbindung steht. Wenn man das Ganze macht, muss man das so ein bisschen auch verkörpern. Ja, ist doch scheiße sonst, ja. Es gibt ja aber auch von so bis so verschiedene Varianten. Ja, auch. Als ich NWA gehört habe, bin ich nicht losgelaufen und habe versucht, irgendwie gewalttätig zu werden. Ja. Wenn ihr in euer Leben zurückguckt, habt, ist was mit eurem Leben zu tun gehabt, was ihr in der Musik gehört habt? Überhaupt nicht. Mich nervt doch immer, wenn die Leute sagen, dass irgendwie Rapper die Kids so weit beeinflussen können, dass sie dann, keine Ahnung, kriminell werden aufgrund von irgendwelchen Texten oder Drogen nehmen aufgrund von irgendwelchen Texten. Ja. Man wird kriminell aufgrund von seinem Umfeld, man nimmt Drogen aufgrund von seinem Umfeld. Man entscheidet ja selbst auch. Und dann vielleicht hört man noch Musik dazu, aber die Musik ist auf jeden Fall nie der Auslöser. Ja. Das ist ein bisschen überbewertet und nervt mich auch, wenn ich sowas höre, auf jeden Fall. Ja, ich meine, am Ende wäre ich jetzt, glaube ich, ein schlimmer Drogendealer geworden. Genau. Mit meinen ganzen Kenntnissen. Genau. Ich habe Cypress Hill, kenne ich jedes Album, aber gekifft habe ich noch nie. Stell dir vor, du hättest auf Easy E gehört damals. Was hast du? Stell dir vor, du hättest auf Easy E gehört damals. Ja, nee, das stimmt. Was sagst du? Hattest du deinen Lifestyle damals in deinem Leben verkörpert? Nein, ich finde, das ist halt einfach. Nee, gar nicht. Null. Aber halt das, was jetzt auch Hanni sagt, das ist so eine Sache von, wenn diese Musik nicht da gewesen wäre, hätten die das trotzdem so gemacht, wie die es machen. Genau. Aber dabei hören sie jetzt die Musik und dann nehmen sie halt das jetzt als Grund. Aber das ist nicht der Grund. Es gibt ganz andere Gründe, wo man zuerst erstmal mit dem Finger drauf zeigen sollte und dann die Musik. Aber ich glaube, wenn man denen die Musik wegnehmen würde, würden die das genau gleich machen, was sie jetzt auch machen. Habt ihr denn andersrum den Künstlern, mit denen ihr euch damals beschäftigt habt, die Geschichten abgenommen? Also war das 100% ehrlich und ernst für euch? Ja, ich glaube schon. Das, was wir gehört haben, war real. Man hat es ja nicht mal. Ich konnte 94, ich spreche immer noch nicht perfekt Englisch. Ja. Man hat eh nicht alles verstanden. Ja. Aber man ist schon davon ausgegangen, dass das so das schon real ist, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass es wie beim Wrestling ist, dass alles gestellt ist. Auf jeden Fall. Ja, NWA, da gibt es ja dann die Geschichten dazu, dass sie gar nicht so hart und böse waren, sondern dass dann auch ein bisschen Mittelschicht kann dabei gewesen ist. Kann ja wirklich wahr sein. Aber ich meine, weißt du, das Ding ist einfach nur, die Musik muss einfach nur gut sein. Ja. Und die Musik, es geht ja alles nur um Musik im Großen und Endeffekt. Es geht ja nicht um Gangbanden, Kriege und wie die. Es geht ja nur um Musik, wir treffen uns ja nur um Musik. Deswegen war bei denen genau nur so alles nur Musik. Deswegen, die waren die Babas früher. Aber kann ja auch sein, dass die nicht jetzt so aggressiv waren oder als Gang und du unterwegs. Weißt ja auch nicht immer, von wo die Geschichten kommen, dass sie angeblich nicht so hart waren. Wer hat es erzählt? Ja, Mann, vielleicht stimmt, waren es irgendwelche Lutscher, die Backpfeifen gefangen haben. Ich weiß nicht. So Gegner, Das kann immer passieren. Jetzt ist natürlich, wenn wir dann so ein bisschen in die Neuzeit gehen und dann zur Straßenrap und dann bleiben wir mal in Deutschland, das ist immer ein Thema. Ja. Also ich denke, das wisst ihr genauso und das werdet ihr ja auch in euren Texten thematisieren, dass es darum geht, das zu verkörpern. Megalo hat ein schönes Zitat, ich möchte das einmal gleich zwischendurch anbringen, der sagt, Hip-Hop ist die einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Das heißt, dass man eins zu eins das sein muss, was man in seinen Texten sagt. Ja, wenn ich jetzt singen würde, dann, ich weiß nicht, was müsste ich da verkörpern, wenn ich ein Sänger wäre. Als Rapper verkörper ich halt Rapmusik. Straße, ja. Und da ist die Frage, diese Definition von dem, was Straße ist, ich meine, das. Die Frage stelle ich mir schon mein ganzes Leben. Natürlich ein bisschen aus anderer Sicht, ein bisschen journalistischer Sicht. Ja. Aber wenn mir ein Künstler einen Text vorlegt, in dem er vom Drogenhandel redet, von den Geschichten auf der Straße, von Prostitution, von Gewalt und die Wirkung zum Beispiel auf Jugend dabei, genau wie es bei mir früher ist. Also ich will jetzt nicht die Moralkeule aus, ganz im Gegenteil. Ja. Aber wie viel Ehrlichkeit an 100% muss da drinstecken, damit man es auch wirklich real nennen kann?
90 mindestens. 90 mindestens? Keine Ahnung. 100%, Mann. Ja? 100%. Ich meine, du schreibst ja, okay, aber es klappt ja nicht 100% immer jetzt. Ja? Man kann auch, man muss auch manchmal abdrehen und halt auch, ich kann es dir nicht sagen, ich meine einfach nur, es muss einfach nur gut sein. Ich meine, es gibt ja einmal den Typen, der das erlebt hat und nicht mehr macht und darüber redet, das ist okay. Er muss es ja nicht jetzt machen. Kannst du für andere reden. So, genau. Dann gibt es wiederum den Typen, der vielleicht in einer Gruppe ist, wo seine Jungs das machen und er davon trotzdem jetzt über sein Umfeld erzählt. Ist auch noch real für mich. Ja. Aber der Typ, der erzählt, der das macht und auch noch nebenbei rappt, den kann ich das ehrlich gesagt nicht so krass abnehmen, weil das geht gar nicht. Ja, du musst das beschäftigen mit einer Sache. In der Öffentlichkeit. Und so wie, weißt du, so ein richtiger Typ, der wirklich dabei ist, erzählt das doch nicht. Ja. Erzählt doch ja mal in die Kamera, was er macht. Aber so Leute, die von ihrem Umfeld erzählen oder die das mal erlebt haben, erzählen, ich finde das cool. So, ich finde das gut, ich finde das real immer noch. Ja. Aber so Sachen weiß ich nicht. Wie Moneyboy oder so, ich weiß nicht. Das ist jetzt überextrem so. Weißt du, so. Bei dem weißt du schon, okay, der macht sich gerade lustig darüber oder. Der ist vielleicht auch behindert. Ich weiß es ja nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ja, Mann, auf jeden Fall. Also es ist jetzt kein. Ich weiß es wirklich nicht, wie er das meint. Ich kann es nicht einschätzen. Die Frage, ich habe ihn getroffen und die Frage stelle ich mir bis heute, ob er das ernst meint oder nicht ernst meint. Weil du triffst ihn, ich habe ihn getroffen und ich denke mir, der meint das 100% ernst. Mhm. Und dann gucke ich mir die nächsten Sachen an und dann denke ich mir, das kann ja nicht. Genau, also das ist jetzt. Ich kann es bei ihm ehrlich gesagt auch nicht einschätzen. Voll leid, aber bei ihm, was ich 100%ig weiß, das ist null. Real ist, was er da macht. Das ist irgendwas, was er da macht. Keine Ahnung. Kollege ist dann aber ein Wunderbeispiel dafür, dass man eine Kunstfigur schaffen kann. Dazu dann, ich denke mal, dass man sich dann doch eigentlich auch ein guter Rapper ist. Das viel erreicht, Der dann auch sehr erfolgreich damit ist und wahrscheinlich dann trotzdem auch jeder weiß, dass es nicht ernst gemeint ist. Ja. Also ich finde, wenn du etwas so machst, dass jeder merkt, okay, das ist nicht ernst gemeint, dann ist es auch cool für mich. Ja. So, aber wenn das so eine Linie, wo du nicht weißt, okay, meint er das ernst, meint er das nicht ernst. Und bei Kollega ist auch eine andere Sache, weil Kollega ist ein krasser, also Kollega kann krass schreiben. Das kann ihn keiner wegnehmen. So. Er hat doch diesen einen Song gemacht, wo er mit diesem Comic, wo es wie Sin City aufgebaut war, mit den Bildern. Ja. Da hat er schon gezeigt, der Junge kann krass schreiben. Und ob er das alles jetzt erlebt hat, was er sagt, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, man weiß jetzt, so weit kann man das schon als Zuhörer abschätzen, was jetzt ernst ist und was er jetzt so einfach erzählen will. Ja. Und deswegen ist es wiederum was ganz anderes. Kollege ist wieder das. So. Wie viel aus eurem Leben steckt in euren Texten? Oder andersrum, wie viel aus euren Texten steckt in eurem Leben? Sehr viel. Ist es euer Leben? Ist es wie ein Tagebuch? Ist es wie ein Geschichtsbuch? Auf jeden Fall teilweise, Tagebuch bei mir nicht, aber so wie Momente, die einfach Momentaufnahmen auf jeden Fall dann festgehalten, genau. Wie Bilder, weißt du, was ich meine? Ja. Bilder in vielen Sätzen, so ein Bild, wo der Satz zum Beispiel nicht so ist, sondern so ein Satz, weißt du, was ich meine? Ja, das Bild hat so, ist halt immer, ist verschieden halt, aber auf jeden Fall so. Ist es euch dabei wichtig, eben Bilder und Geschichten zu erzählen oder auch Verantwortung zu übernehmen? Verantwortungsvoll Rap zu machen auf jeden Fall auch. Ich meine, ich meine, bei Hani zum Beispiel, der redet auch immer gute Sachen. Der ist auch stabil. Was heißt Verantwortung übernehmen? Also ich denke nicht, dass ich jetzt Verantwortung für irgendjemanden übernehmen muss, auch wenn ich jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit stehe, Rapper bin oder so. Genau. Wenn ich was Gutes sage, wenn ich Leuten was Gutes mitgeben kann, freut mich das. Und, aber wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Also ich sehe mich nicht irgendwie in der Position, dass ich irgendwie jemanden verändern muss oder Leuten die Augen öffnen muss unbedingt. Jedem bleibt jedem selbst überlassen. Wenn ich ihm was Gutes mitgeben kann, freut mich. Aber das ist jetzt nicht meine Intention, ich muss irgendwie jetzt alle Leute, die draußen rumlaufen, verbessern. Weil ich will selber ein dreckiges Leben. Wie soll ich mir das Recht rausnehmen, irgendjemandem zu sagen, wie er was zu tun hat? Bei dir ist es gerade für mich, ich durfte bei der Alben schon mal so ein bisschen durchhören, zumindest das, was ich da bekommen habe. Ich glaube, es war relativ komplett, ist mir dieser Song, ich glaube, Tagesschau war das, besonders gleich aufgefallen. Ich glaube, der ist dann auf der EP auch drauf. Mhm. Aber der steckt ziemlich viel, da stecken ziemlich viele so Aussagen drin. Mach was aus deinem Leben, pass drauf auf, denk drüber nach, was du machst. Benutze alles, was du hast, auch wenn du nichts bist, dann kannst du aus dir was werden. Mhm. So, das ist so ein bisschen die Message, die da für mich rausgekommen ist. Der ist dann ja auf so einem Album, wo es dann vielleicht auch mal irgendwo so auf die Fresse gibt oder ein bisschen härter wird, der dann doch so ein Hingucker, der dann so ein bisschen vielleicht dazu führen kann, dass man dann den. Und das ist ja meistens. Der hat doch so mehr zu sagen als statt nur so. Ja. Er hat doch viel zu sagen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Den jungen Menschen auch mal zum Umdenken bringen. Das ist dann aber schon deine Intention. Also ich meine, du bist ja jetzt auch
Was hat, nee, das, der Track, ich hab mich jetzt hingesetzt und angefangen zu schreiben. Ich will jetzt irgendwie den Leuten irgendwas vermitteln. Ich habe angefangen zu schreiben, der Track war dann fertig. Und wenn der Track jetzt so fertig ist, wie er ist, und dann vielleicht den Leuten was Gutes mitgibt, freue ich mich. Aber das war auf jeden Fall nicht meine Intention so. Nee? Ist einfach entstanden. So. Aber freut mich, wenn es dann so ist, auf jeden Fall. Ihr sagt ja selber, du hast es mit neuen Stars, hast du es, glaube ich, selber irgendwo auf dem Album genannt. Mhm. Was sind denn für euch die Verkörperungen von Realness im deutschen Hip-Hop bisher in der Geschichte? Was meinst du damit? Wer hat Realness am besten verkörpert, so in der Geschichte von Hip-Hop? Azad. Auf jeden Fall Azad, ja. Azad auf jeden Fall. Und ansonsten sind viele Platzpatronen unterwegs. Cracky Valley auch. Für mich Valley auf jeden Fall. Ja. Valley war für mich immer sehr... Valley ist auch stabil. Valley war immer sehr, sehr gut. Die neuen Jungs, die ich jetzt feiere, 187 Jungs. Ja, die Jungs auch, ja. Real, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ja. siehst du denn dann. Die sind Baba. Ja. Gestern Videodreh mit denen gehabt. Richtig Baba-Jungs. Ja. Die sind das, was die rappen, das sind die. Das siehst du in den Bildern, ja. das siehst du in den Interviews. Ich habe ja in den Interviews geguckt mit Bones MC und Gusus. Mit Jesus und Bones, genau. Ja, ja. Das war ja mit dir da, das habe ich geguckt. Genau. Das war auf jeden Fall. Das war cool, das war unterhaltsam. Und das, was ich bei den übelst feiere, ist, du siehst denen an, dass sie Spaß dabei haben. Ja. Das fehlt mir manchmal bei der Sache. Wenn Leute etwas machen, wo sie dann Spaß dabei haben, dann guckst du und dann bist du auch so irgendwie geil. Mhm. Das bringt Spaß zu gucken. Mhm. Und das sind halt die neuen Jungs, wo ich sage, die sind auf jeden Fall real. Die sprühen auch wieder und so, das ist schon wieder... Das ist schon sehr das ist schon wieder sympathisch, weißt du, wie die sich anziehen, wie sie sich geben. Ja, So, das ist... Das macht spielen noch Super auch. NS und so, das ist schon geil. Azad ist aber ein super Beispiel. Mhm. Ihr merkt, ich grab alles ein bisschen aus und mach so ein bisschen eine allgemeine Nummer daraus. Grabt dieses Grab jetzt einmal aus. Ja, das ist in diesem Fall ein bisschen hart, aber er ist ja der Konsens, also das, worauf sich alle immer einigen können, wenn es um Straßenrap und wenn es um Realness geht. Jetzt kommst du aus Frankfurt. Woran liegt das? Er muss ja sich diesen Ruf dann auf den eigenen Straßen quasi erarbeitet haben. Er hat sich vor allem den Ruf auf den Straßen, was heißt er arbeitet, er ist einfach ein stabiler, gerader Typ immer gewesen. Und die Sache ist seine Musik, er macht krasse Musik, aggressive Musik, da ist viel Power, Energie drin, aber er spielt sich nicht auf, wie andere vielleicht in den Texten, dass sie sagen, ich bin der und der. Wenn er was sagt, dann wird es auch wahrscheinlich so passieren, dann ist es auch so und das ist halt das Coole an ihm. Er ist ein richtig krasser Rapper und es gibt auch viele andere Rapper, die auch krass sind, aber die haben halt billige Aussagen. Und bei ihm ist halt krass das Gesamtpaket. Er hat eine krasse Stimme, er hat krasse alles, Aussagen. Ja. Technik müssen wir ganz schön. Er ist einfach Gesamtpaket Nummer 1. Kann man ihn dann so auch als Vorbild bezeichnen für euch? Auf jeden Fall. Ich denke mal so. Ich weiß, du hast ein bisschen Probleme mit dem Wort Vorbild. Das habe ich. Ja, so in dem, fußballerisch hatte ich auf jeden Fall so Vorbilder und so, aber so musikalisch auf jeden Fall nicht. Man hat ja selbst angefangen. Ja. Also man ist ja selber dabei. Nennen wir es Einfluss. Einfluss. Einfluss auf jeden Fall. Ja. Bei Azad war auch immer das Ding, wenn er dieses Battle-Ding gemacht hat. Er hat wirklich auf Hip-Hop dieses Battling gemacht. Genau, es war nie plump. Es war nie plump. Es war nie, er will provozieren. Es war nie dieses Familienbeleidigen oder sowas. Ja. Nie. Es war immer auf Hip-Hop-Ebene. Ja. Mit Punchlines, mit Reim, Doppelreim, Triple-Reim und sowas. Genau. Und das war bei ihm halt auch etwas, was viele leider nicht mehr machen. Er achtet auch sehr darauf. Er liebt diese Kunst auch. Mhm. Und das, jetzt, wenn jemand disst, will er so weit gehen wie möglich. So, ihn so weit wie möglich beleidigen und richtig unter die Gürtellinie gehen. Und das ist. Ja, da geht schon. Weiß ich nicht, das ist schon nicht mehr so. Das ist plump einfach. Wenn es dann plump ist, ist nicht mehr cool. Dann sind wir dann doch ein bisschen bei dem Anfang, den ich so beschrieben habe, dass dann diese Werte und diese Kultur, die Hip-Hop hat, dass man sich messen will, dass man besser sein will als andere, dass es auch um Skills, Technik und so weiter geht. Das ist im realen Straßenrap, das ist das, was ich jetzt hier so, dann doch sehr präsent, oder? Es geht dann wirklich auch darum, der bessere Rapper zu sein. Ja, klar. Ja? Ja, du? Was sagen die Rapper? Ich bin jetzt nicht so drauf aus. Natürlich schreibe ich auch manchmal einen Text, ich bin der Beste und so, weil ich halt für meine Jungs der Beste bin. Aber, Aber warum beziehst du das jetzt nur auf Hip-Hop, verstehst du? Das ist doch in jeder Sache so. Aber wenn ich jetzt Beats mache und ich höre jemanden, der kommt gerade um die Ecke und der macht geile Beats, dann denke ich mir, oh, okay. Ja. Ich will auch, ich muss wieder arbeiten. So. Weil wir gerade jetzt in einer Zeit sind im Hip-Hop oder im Rap in Deutschland, in der Szene in Deutschland, wo es ja oft auch um den Entertainment-Faktor, um das Paket drumherum geht. Moneyboy ist das beste Beispiel. Leider. Moneyboy kriegt auch ein großes Publikum. Ein Kollege hat ein sehr großes Publikum. Die Kämpfe, die andere Rapper zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin manchmal austragen, ja, das ist aber leider so, dass dieses haben nicht mehr viel mit dem Rap an sich zu tun. Dass dieses Image drumherum so wichtig geworden ist. Das ist aber schade. Das ist, manchmal kommen Leute, deren Image ist sehr gut, aber die rappen nicht gut. Trotzdem haben die so eine Fanbase. Wegen dem Image so. Und das ist eigentlich schade, weil an sich sollte es um die Musik gehen
Und das ist, glaube ich, auch in Deutschland sehr extrem so, wo Leute einfach anhand von ihrem Image hochkommen und dann hörst du hier deren Alben an und die sind scheiße. Ja. Ich weiß halt nicht, ich glaube in Amerika ist es ehrlich gesagt nicht so krass. Also das ist schon, da kommt schon mehr auf die Musik an. Weil das siehst du auch daran, dass sie einfach mehr Budget haben, mehr ausgeben für die Musik. Hier nicht. Hier wollen die überall sparen. So das Einzige, wo die sagen, okay, vielleicht geben wir da mehr Geld aus, sind die Videos, weil sie dann aber auch sich präsentieren können, weil das was fürs Auge ist. Aber das ist eigentlich nicht wichtig. Eigentlich sollte man mehr Geld ausgeben für die Sachen, die fürs Ohr sind. So Produzenten, gutes Studio, guter Ingenieur, dass es alles gut klingt. Aber dann wiederum kann ich die Industrie auch dahinter verstehen, die das nicht machen, weil heutzutage hört sich das jeder auf dem Laptop an oder auf Kopfhörer. Wozu dann, weiß ich nicht, Geld reinstecken in Mixing oder Mastering, wenn der Typ das sowieso auf dem Laptop hört. Das ist gerade ein bisschen schwierig, aber ich finde einfach, die Leute sollten mehr auf die Musik achten und weniger auf den Charakter, also auf das Image, auf die Person an sich. Das finde ich ganz schön, das ist ja wirklich wie eine Brandrede im Prinzip für deinen ganzen Berufsstand, der ja sehr darunter zu leiden hat wahrscheinlich auch. Also wenn du dich mit Kollegen unterhältst, das ist jetzt ein bisschen so ein kleines bisschen auf, aber wir wissen beide, wenn man sich mit Produzenten in Deutschland unterhält, es gibt viele, die kämpfen und viele, die Probleme haben und dass der große Name vielleicht auch nicht unbedingt mit den Preisen für die Produktion. Ja, weil sich auch die anderen Produzenten, ich sag mal so, die Produzenten untereinander machen sich das ein bisschen kaputt. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler bei mir anruft und er weiß, die Zuhörer, denen ist es egal, wie der Beat ist, so. Dann, ich sag zum Beispiel, mein Preis ist so und so viel, dann denkt er sich, okay, der Typ verkauft den Beat für die Hälfte. Warum soll ich das vor ihm nicht holen? Die Leute hören sowieso den Qualitätsunterschied nicht. Ja. So, und das ist halt, was schade ist, weil der Typ, der dann kommt und die Preise so runterdrückt, der macht das für uns alle kaputt. Mhm. Weil, wenn ein Rapper kommt, der hat ein bestimmtes Budget. Der will ja auch sparen, das ist normal, jeder will sparen, das kann ich auch verstehen. Dann denkt er sich ja auch, okay, ey, der will so und so viel haben, was weiß ich, 2000 Euro für ein Beat oder 500 Euro für ein Beat, so. Und der will 100 Euro für ein Beat haben. Wenn ich mein Album da jetzt verkaufe, der mein Album kauft, meine Fanbase, achtet sowieso nicht so krass darauf. So, ob die Beats jetzt geil klingen oder nicht. Dann kaufe ich natürlich bei dem, spare ich Geld. Das ist ganz normal. Aber der dann kommt und die Beats so billig wegdrückt, der macht das für uns auch alle kaputt. Ja. Das ist das Problem. Aber ich kann den ja auch wiederum verstehen. Er will ja auch seine Beats wegdrücken und er weiß, das ist nicht gut. Ja. Gut genug, um jetzt ganz oben mitzuhalten. Deswegen kommt er mit dem Preis runter. Backspin.